Die klassischen Rollen der Linie sind ja hinlänglich bekannt in den Unternehmen. Da gibt es Abteilungsleiter, Teamleiter, Bereichsleiter sowie Vorstände und Geschäftsführer. Führt man jedoch Prozessmanagement im Unternehmen ein, dann kommen einige neue Rollenbilder hinzu. Auf einmal gibt es dann Prozessverantwortliche, Prozessmodellierer, Prozessoptimierer oder Prozessanalysten. Um nur einige dieser neuen Rollen wirklich zu nennen. Die klassischen Rollen aus der Aufbauorganisation und die neuen Rollen geraten dann auch noch oft genug in Kompetenzstreitigkeiten. Da ist also höchste Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen und welche Rollen es alles im Prozessmanagement gibt und was diese Rollen auf sich hat und wie es Zusammenspiel mit den klassischen Rollen ist, das klären wir in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ein großes Thema bei der Einführung von Prozessmanagement sind die damit verbundenen neuen Rollen, die zwangsläufig mit eingeführt werden. Insbesondere gibt es oft Unklarheiten, was die Aufgaben, die Rechte und die Pflichten dieser Rollen sind und wie ist deren Verhältnis zu den bekannten Führungsrollen. Kurzer Hinweis, ich verwende in dieser Video und in der gesamten Videoreihe, die wir dazu eben aufnehmen, die männliche Rollenbezeichnung. Selbstverständlich kann die Rolle von jedem Geschlecht ausgeführt werden. Zunächst aber eine kurze Einordnung des Begriffs Rolle. Was ist eine Rolle? Eine Rolle beschreibt die Zusammenfassung von Verantwortlichkeiten, Rechten und Pflichten im betrieblichen Umfeld. Also ein Mitarbeiter kann eine oder mehrere Rollen innehaben und eine Rolle ist keine formale Stelle jetzt in dem Sinne der Aufbauorganisation, sondern dazu vielleicht ein Beispiel, was das Ganze mehr verdeutlicht. Die Frau Meier zum Beispiel ist Geschäftsführerin einer Glaserei mit 10 Mitarbeitern. Sie hat also die Rolle der Geschäftsführerin. Führt sie Mitarbeitergespräche, ist sie in der Rolle der Personalverantwortlichen. Und fährt sie raus auf die Baustelle und hilft mit bei der Montage zum Beispiel, dann hat sie eben die Rolle als Glasermeisterin bzw. als Monteur. Und erstellt sie den neuen Beitrag auf ihrer Internetseite, hat sie die Rolle als Online-Redakteurin. Deswegen, es kann also immer eine Person in mehrere Rollen schlüpfen. Man muss quasi nur diese Rollen eben beschreiben als ein Paket eben von Aufgaben, für die diese Rolle eben entsprechend verantwortlich zeichnet. Welche Rollen kommen denn jetzt durch die Einführung von Prozessmanagement wirklich mit dazu? Da haben wir jetzt einmal die Rolle des Prozessmanagers. Der Prozessmanager kümmert sich um das Prozessmanagement als solches. Also um die Einhaltung, Ergänzung, Aktualisierung des Prozessleitfadens beziehungsweise des Process Governance Dokuments, um eine konsistente Verwendung der Prozessmanagement Tools, die Pflege des Repositories und die verschiedenen Phasen des Prozessmanagements Lebenszyklus wirklich zu begleiten und entsprechend stringent aufzubauen. Er wird von der Unternehmensleitung dazu beauftragt und berichtet an die Unternehmensleitung über den aktuellen Stand des Prozessmanagements als solches. Also wünschenswerterweise mit Daten und Fakten, wie dem erreichten Prozessmanagement, Reifegrad oder ähnliches. Und zu den Themen Prozessleitfaden und Reifegrad haben wir hier wirklich vertiefende Videos erstellt, die viele Hintergrundinfos vor allem aufgreifen. Diese Videos finden Sie auch unten in der Videobeschreibung. Gucken Sie das mal mit an. Gerade das Thema Prozessleitfaden und Prozess-Governance-Document ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Dann gibt es den Prozesseigner und den Prozessverantwortlichen. Und das ist eine ganz extrem wichtige Rolle, bei der aber oft die Verwirrung eben schon anfängt. Der Prozesseigner bzw. der Prozessverantwortliche oder Process Owner, wie er auch in vielen Büchern immer so genannt wird oder YouTube-Videos, wird immer diese Rolle Prozesseigner und Prozessverantwortliche irgendwie aufgeteilt. Aber ich persönlich finde das eher eine akademische Diskussion und ich spreche eigentlich nur vom Prozessverantwortlichen. Das ist für mich der Standardbegriff, jemand, der für den Prozess eben wirklich verantwortlich ist. Und der Prozessverantwortliche oder Process Owner, wie der Name schon sagt, ist eben für diesen Prozess verantwortlich. Also für seine Ergebnisse, für den Output, den der Prozess wirklich generiert und damit auch für die Effektivität des Prozesses. Also erreicht der Prozess sein Ziel, ist er effektiv. Aber auch für die Prozessleistung als Verhältnis von Input, also Ressourcen wie Arbeitszeit, Rohmaterial, Werkzeuge, Maschinen und dem Output, der hinten dabei rauskommt. Damit ist der Prozessverantwortliche eben auch für die Effizienz des Prozesses verantwortlich. Also ist das Verhältnis von Eingangsgrößen und Ausgang hinten da rauskommt optimal oder kann man da was verbessern? Und Prozessverantwortung ist damit eine Führungsaufgabe für diesen Prozess. Daher gibt es bei der Einführung von Prozessmanagement auch fast immer Kompetenzstreitigkeiten zwischen der Linienführungskraft, also einem klassischen Teamleiter, und einer Prozessführungskraft. Also zwischen dem Abteilungsleiter und dem Prozessverantwortlichen.
Um diese Kompetenzstreitigkeiten aufzulösen, müssen Sie tatsächlich den Wechsel von der klassischen Hierarchie hin zur Prozessorganisation wirklich bewältigen. Also den Abteilungsleiter zu einem Prozessverantwortlichen für einen Ende-zu-Ende-Prozess entwickeln und einen Teamleiter für einen Prozessverantwortlichen für einen Teilprozess zu entwickeln. Und wir gehen also auf die einzelnen Rollen noch in weiteren Videos noch ganz vertieft ein. Deswegen abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, drücken Sie auf das Glöckchen drauf, damit Sie diese Videos nicht verpassen. Hier schaffen wir schon mal den allerersten Überblick. Der Prozessmodellierer arbeitet im Auftrag des Prozessverantwortlichen und erstellt die Prozessmodelle mit einem Prozessmanagement-Werkzeug. Er beherrscht also damit die Notation, also die Sprache, wie man diese Prozesse visuell darstellt, kann mit der Software umgehen und ist professionell im Umgang mit den verschiedenen Arten der Prozessaufnahme. Auch zum Thema Prozessaufnahme und wie man das macht, haben wir hier ein ganz vertiefendes Video dazu erstellt. Schauen Sie da mal mit rein, das lohnt sich auf jeden Fall, gerade bei größeren Unternehmen, wo es auch das Thema geht mit Prozesserhebung, Betriebsrat, sensible Daten und so weiter. Gucken Sie es mal mit an. Prozessexperten und Prozessteammitglieder führen den Prozess selbst durch und kennen damit alle Abläufe des Prozesses. Sie sind daher die ersten Ansprechpartner für die Prozessaufnahme und haben oft ganz hervorragende Ideen, wie man den Prozess wirklich verbessern könnte, weil die leben den Prozess tagtäglich, die stehen an der Maschine oder die müssen die Rechnungen buchen oder die müssen irgendwelche besonstigen Bürotätigkeiten vornehmen. Prozessanalysten und Prozessberater arbeiten oft im Auftrag des Prozessverantwortlichen an der Verbesserung des jeweiligen Prozesses. Und damit haben sie oft eine fundierte Ausbildung in dem Bereich des Lean Six Sigma oder des Lean Management. Das sind wirklich Spezialisten, eben, wie man sagen kann, wie man auch mit statistischen Daten Prozesse wirklich analysieren kann und entsprechend verbessern. Und wichtig ist hier zu betonen, dass Sie nicht heuristisch arbeiten sollten, also bling, ich habe eine Idee, wie wir was besser machen könnten, sondern es ist immer die Grundlage Ihrer Arbeit, ist eine Abweichung einer Prozesskennzahl, die es zu verbessern gilt. Das kann zum Beispiel das Outputvolumen sein, die Durchlaufzeit, die Bearbeitungszeit, Fehlerraten oder Ähnliches. Das heißt, immer anhand einer Kennzahl, die messbar ist, gibt es einen Auftrag, dass diese Kennzahl in einem bestimmten Bereich hin zu verbessern ist. Also nicht bling, sondern man könnte mal dies oder jenes machen, sondern tatsächlich, wie schaffen wir es, von 10 Tagen Durchlaufzeit auf 5 Tage zu kommen? Das wäre genauso eine Anforderung. Und mein Ziel war es, in diesem Video einen allerersten Überblick über die Rollen zu schaffen, die das Prozessmanagement so mit sich bringt. In den folgenden Videos greifen wir die einzelnen Rollen nochmal vertieft auf und zeigen nochmal, was da wirklich Rechte und Pflichten sind und so weiter. Und bleiben Sie dran, wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.